Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tage nach dem Ballermann. Sind wir wieder losbar? Im Inselfieber. Ich hab ein Fieber in meiner Bauchtasche. Bin Kapitän. Wir sind Playa Única. Malle jedes Jahr. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Mittwoch, der 25. September 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund 27 Grad und viel Sonnenschein hat man heute. Davon habe ich leider nicht so viel mitbekommen. Wir haben jetzt 18.20 Uhr, war die meiste Zeit zu Hause mit Videoschneiden beschäftigt. Aber jetzt geht es so langsam los. Ja, ein bisschen Wind weht, sehr angenehme Temperatur, nicht zu warm, nicht zu kalt. Die Nacht wird es auch nicht so kalt werden wie die, wie schon vor einer Woche, da hatten wir teilweise bis 14 Grad. Da habe ich mir auch so die kleine Erkältung geholt. Man hört es wahrscheinlich immer noch ein kleines bisschen verschnupft. Aber das geht auch irgendwann weg. Ja, morgen soll auch nochmal schön werden mit 27, 28 Grad und viel Sonne. Und dann, ja, was machen wir heute? Gestern waren wir ja unterwegs mit Dennis, dem Hotel-Animateur im Contiki Playa. Haben wir so eine kleine Playa-Ballermann-Tour gemacht. Hat er so ein bisschen was über die Playa erzählt, wie die Gesetzeslage ist, Verbote, was man darf. Und dann waren wir in der Bierstraße und in der Rutschbahn. Die sind dann später noch weitergezogen ins Oberbayern. Ja, wenn ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich habe es dann nochmal separat hochgeladen, ein bisschen kürzer. Also in dem langen Video von gestern. Es ist mir doch wieder ein bisschen entglitten mit der Stunde 15 Minuten, aber ich wusste einfach nicht, was ich da rausschneiden sollte. Deswegen gibt es zwei Versionen, einmal eine lange, einmal eine kurze. Ja, wenn ihr gewollt, könnt ihr auch gerne mal am Contiki vorbeischauen. Immer dienstags um 21 Uhr geht's los. Ihr könnt euch auch anschließen, wenn ihr keine Hotelgäste seid. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich schätze mal, nächstes Jahr werde ich die Tour nochmal begleiten. Ja, jetzt sind wir erstmal auf dem Weg Richtung Latido, aber nur ganz kurz. Gucken, wie es Dominik Mr. Kümmerling geht. Hat er heute frei? Ich weiß es gar nicht. Nein. Doch, ich glaube, der hat frei heute. Egal, trotzdem kurz ins Latino. Von da aus geht es Richtung Indico Rock, Hotel Indico Rock. Das ist so, was haben wir? Ballermann 1, ja, dritte Linie. Da ist Anne und Mischa. Die sind im Hotel und wir gucken uns dann den Sonnenuntergang von der Dachterrasse bzw. vom. Ja, der Pool ist oben. Gucken wir uns dann mal an. Habe ich bislang auch noch nicht gesehen im Indico Rock. Da war ich bislang noch kein Gast. Aber das ist öffentlich, deswegen kann man da einfach reinspazieren. Ja, und ansonsten, was haben wir sonst noch im Programm? 20 Uhr ist Peter Wackel. Kreisliga-Legende werde ich aber nicht schaffen. Dafür um 23 Uhr Carolina im alten Bereich. Die haben wir jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. So der grobe Plan und immer noch, sorry wegen meiner Nase, der Schleim ist halt immer noch da. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt gleich mal weg. Dann laufen wir über die dritte Linie zum Hotel Indico Rock, weil das liegt dritte Linie. Und mehr gibt es gerade nichts zu erzählen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und Grüße gehen raus an alle. Aber wir verlassen direkt mal die Playa hier, weil, zeige ich euch gleich nochmal, ja, so ein paar kleine Wölsche ziehen jetzt gerade auf hier. Mal gucken, wie der Sonnenuntergang nachher wird. Ja, und zwar gehen wir jetzt hier die Straße rein. Hier war ja früher der Gyros Imbiss Pause. Mittlerweile hat er geschlossen, dafür gibt es einen Döner, einen Berlin Kebab, Döliner heißt der. Zeige ich euch noch mal eben für alle, die es bislang noch nicht mitbekommen haben. Höhe Ballermann 8 hier zwischen erster und zweiter Linie. Ist auf jeden Fall sehr lecker da. Und die lassen auch im Winter auf. Das heißt, wenn ihr im Winter hier seid, könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen und hier einen leckeren Döner essen. Die genauen Öffnungszeiten weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir dann mal sehen, wenn die Saison vorbei ist, wie es sich entwickelt.
So, hier wären wir dann am Berlin Kebab, Döliner. Servus, grüß dich. Einmal ein Hähnchenkebab kostet 7,90 Euro mit Kalb 8,90 Euro. Wen haben wir denn heute in der MK-Arena? Einmal Tobi Torpedo und dann DJ Ötzi-Double Marc Leutner. Freitag dann Jürgen Peter und Peter Klein. Ja, mal schauen, ob ich heute dahin schaffe. Auftritte fangen meistens immer so gegen halb eins, viertel vor eins, 1 Uhr an in der MK Arena. Ist natürlich meistens immer ein bisschen spät, wenn man schon die ganze Zeit mit Schneiden zu Hause beschäftigt ist, dann lange unterwegs ist, dann nochmal so spät darunter zu gehen. Da zieht sich ja dann auch der Auftritt. Ist aber dann zu Hause, ist, haben wir dann teilweise 3 Uhr. Ja, die Bierstraße aktuell immer noch voll, nicht mehr ganz so voll wie die letzten Tage zur Kölschen Woche. Aber gestern immer noch sehr gute Stimmung gewesen. So, da gehe ich jetzt mal kurz ins Latino und von da aus geht es über die dritte Linie zum Hotel Indico Rock. So, weiter geht's. Ups. Weiter geht's jetzt gleich über die dritte Linie. Aber wir nehmen noch mal eine kleine Zwischenstraße. Hallo kleine Mieze. Ja, meiner Katze, dem Hennes, geht es sehr gut. Hey, da war jetzt nicht der Hennes. Aber dem Hennes geht's gut. Und mittlerweile kommt der Alte, also sein Vater ist ja Straßenkatze, kommt dann auch schon nachmittags mal vorbei zum Essen. Früher immer abends, aber mittlerweile, so hier gehen wir mal rechts rein, mittlerweile kommt er auch irgendwie nachmittags schon an. Steht dann immer brav am Küchenfenster und wartet, bis halt jemand in die Küche kommt. Dann maunzt er und ja, verlangt nach was zu essen. Sorry. Ach, wir machen jetzt ganz anders. Wir laufen uns einfach mal am Bamboleo vorbei. Nicht komplett durch die Schinkenstraße, einfach nur mal kurz am Bambo vorbei. Wenn wir schon mal hier sind. Hier vorne das Hotel Obelisco. Ne, nicht Obelisco, wie heißt es? Doch, Obelisco. Doch. Hat oben eine sehr schöne Rooftop da, Bar. Ich glaube auch frei zugänglich. Ja? Ich meine, ja, wir waren da mal oben. Ja, frei zugänglich.
habe ich eben gesagt, es ist nicht kalt, also mit Wind ist es doch ein kleines bisschen frisch ohne Jacke. Ist. Aber für die Nacht steht mindestens 21 Grad noch drin, also dürfte es eigentlich so kalt werden. So, hier halten wir es aber gerade nicht lange auf. Jetzt komme ich ein bisschen in Zeitnot. So, jetzt geht es aber hoch Richtung dritte Linie. Und kaum geht kein Wind, ist es wieder warm. Also im Wind ist es ein bisschen frisch, ohne Wind sehr angenehm. Ganz schön hügelig hier die Stelle. Puh, kommt mal ganz schön außer Atem. So, jetzt sind wir auf der dritten Meereslinie, für alle, die sich hier nicht auskennen. Gleich geht es dann vorbei auch am Mercadona, wo ihr einkaufen gehen könnt. Der Lidl kommt auch noch unterwegs. Der ist dann nach dem Mercadona eigentlich genauso auf der Höhe vom Indico Rock, wo wir gleich ja, hochgehen auf den oder zum Pool. Anna hat mir geschrieben, vierte Etage. Ah, sorry. Das ist echt nervig, dieser Schleim.
Ja, und dann haben wir, heute ist ja Mittwoch, morgen Donnerstag, dann noch genau 4 Wochen, dann beginnt das Closing. Ich sag immer, so schnell wie die Zeit vergeht, ist Wahnsinn. Habe ich aber Glück gehabt. Ich bin fast erschlagen worden. Das ist einmal passiert, da war ich auf dem Weg Richtung Latino. Das war, boah, wann war das? Ich glaube, Off-Season, Nebensaison irgendwann. Ist einfach mal ein paar Meter vor uns, wo wir gegangen sind, ein Baum abgeknickt. Den will man nämlich nicht auf den Kopf bekommen. Ja, gleich kommen wir am Mercadona vorbei. Die Lebensmittelpreise hier, zumindest an der Playa, ich weiß nicht, wie der Rest von Mallorca, Spanien ist, auf jeden Fall hier genauso teuer, wenn nicht sogar teilweise noch ein Ticken teurer wie in Deutschland. Zumindest je nachdem, wo man in Deutschland einkaufen geht. Sowas wie Angebote gibt es hier eigentlich gar nicht. Und wenn, dann sind es halt nur echt ein paar Prozent, das ist dann halt nicht so wirklich viel. Aber ist natürlich immer noch billiger, wie bei den kleinen Sparsupermärkten einzukaufen. Also wenn ihr hier in der Gegend seid, wir sind jetzt hier Höhe, sind wir Ballermann 3, dritte Linie. Dann lieber hier ein bisschen eindecken mit Lebensmitteln, was auch immer ihr braucht. Und
und dann sind wir auch schon fast da. Zeitliche Orientierung, wir haben gerade 19.15 Uhr, dauert nicht mehr lange, dann haben wir Sonnenuntergang. So, hier vorne haben wir das Tent, hier vorne rechts das Indico Rock, da gehen wir gleich rein. Bin ich mal gespannt, wie es da oben aussieht, wie man den Sonnenuntergang sehen kann. Ist hier doch ein kleines bisschen weiter ab vom Schuss. Ja, der angesprochene Lidl ist vorne links an der Ecke, an der Ampel. Aber da gehen wir jetzt nicht hin, sondern rechts rum. So, und da ich mich nicht auskenne, mache ich jetzt hier mal eben aus und schau mal, wie ich da rein und hochkomme. Also dann bis gleich oben zum Sonnenuntergang. Stefan, wir haben Angst, dass du nicht rechtzeitig kommst. Deswegen üben wir das schon mal. Achtung, Cut. Herzlich will Playa an der Common Compact, Nacht und Tag am Ballermann. Und jetzt kannst du dein Video bringen. Prost. So, da Anne mir gesagt hat, auf der 4 ist natürlich falsch, sie hat 7 hätte sie schreiben müssen. Also, bin ich jetzt einmal quer durch den vierten Stock gelaufen, jetzt gehen wir aber auf die 7 und dann geht's gleich zum Sonnenuntergang. Danke Anne, danke fürs Rumlaufen. Dankeschön, dass ich unnötig um den vierten Stock rumlaufen müsste. Vielen Dank, ihr beiden. Immer wieder gern. Dachterrasse sind immer im vierten Stock, das weiß man. Ich war hier noch nie in diesem Hotel. Na dann, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich schneide das rein, was du da eben gemacht hast, ne? Tag und Nacht am Ballermann.
Aber Schatz, guck mal, der Fritz hat gepostet. So, wir sind jetzt hier bei der
Nee, warte mal. Egal, ich kann es ja schneiden. So, wir sind jetzt hier in der Suite von Mischa und Anne und der Playaholiker gibt es mal ein kleines Live-Konzert. Nicht zu früh freuen. Das war's. Ihr seht, ich habe noch nie eine Gitarre in der Hand gehalten. Ich weiß gar nicht, wie man sie hält. Aber man gibt alles, ne? Schönes Playaholika-Rot. Und jetzt geht die Party ab hier im Illico Rock! So, wir sind jetzt Höhe Ballermann 3 und eigentlich sieht das ja nur im Winter so aus, wenn ja, bei Stürmen das Wasser ziemlich nah kommt, aber mittlerweile haben wir doch schon Ende September und das Wasser kommt ganz schön nah an die Mauer. Mach mal die Mauer weg. Irgendwann ist ja dann alles überflutet. Blöd gesagt. Ja, seht ihr schon, ne? Fast bis an die Mauer. Ja, teilweise kommt sogar bis an die Mauer. Da bin ich. Hallo. Mittlerweile 21.14 Uhr im Megapark, gerade live, Marc Eggers. Sieht doch alles sehr ruhig und übersichtlich aus hier unterwegs. Und man merkt heute durch den Wind mit den Wellen, habt ihr gesehen, es ist mittlerweile doch der Herbst angekommen. Ist zwar jetzt noch nicht wirklich frisch, kalt, es geht noch einigermaßen. Aber den Wind, den hat man halt ja, eigentlich den ganzen Herbst, den ganzen Winter über. Und auch die Straßen sind ein bisschen ruhiger geworden. Ist natürlich jetzt genau unter der Woche ab. Ja, ich schätze mal morgen, spätestens Freitag, Samstag wird es wieder voller. Normalerweise auch hier die Mauer immer gut besucht. Da ist Marc und Anne. Marc, Mischa und Anne. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Latino. Von da aus geht es dann nachher nochmal in den Bierkönig zum Auftritt von Carolina. Ja, Oberbayern heute, Melanie Müller, Chef Heinrich und Markus Becker.
Seit wann steht der eigentlich hier? Ich hab den hier noch nicht stehen gesehen. Mit Sandy Wagner live. Bitte? Ah, Arena. Was? Ich brauche für das nächste Lied einen sogenannten O-Chor. Ein Chor, den ihr singen müsst. Und das ist ein langgezogenes O. Ja? Also ungefähr wie dieses Lied hier, dieses Volare. Pass auf, das war gar nicht schlecht. Ja? Aber viel zu leise. Das war eine gute 3 auf der Skala von 100. Ja? Also wunderbar. Das nächste Lied ist
ist von mir und das andere von einem Segelwolken nach Abendrot. Passt so wunderschön hier nach Mallorca. Auf einem Segelboot geht dir ein Abendrot. Da wo am Horizont die Sehnsucht wohnt, da will ich mit dir sein. Auf einem So, wir haben jetzt 23.16 Uhr, gehen mal in die Schingenstraße rein zum Auftritt von Carolina. Wenn sie schon dran ist, ja, Pech, aber ich schätze mal, die fängt halt gerade erst an. Ist halt manchmal, entweder fangen sie pünktlich an oder manchmal eine Viertelstunde später. Mal schauen, was wir da mitbekommen.
So, Feierabend. Wir haben jetzt 12:30. Der Strand wird präpariert und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische zu Playa de Palma Compact. Tag nach dem Ballermann ist es immer noch sehr windig. Ja, adios, buenas noches und tschüss von der Playa. Ciao, ciao.